Hallo, heute möchte ich euch etwas erzählen über Anträge an Krankenkassen und an Ämter. Und nicht ohne Grund ist auf diesem Bild eine Fassade von einem großen Gebäude. Das sind ja oft solche Ämter oder Krankenkassengebäude. Und das strahlt so eine gewisse Anonymität aus. Man weiß da nicht, was hinter den Glasscheiben ist. Und das ist ein großes Gebäude und das wirkt alles sehr einschüchternd. Und so fühlen sich ja auch viele, wenn sie einen Antrag stellen sollen und wenn sie mit solchen Behörden zu tun haben. Wir haben auf unseren Seiten einmal die Gänge solcher Anträge dargelegt und dann auch dargelegt, was man dagegen tun kann, wenn ein Antrag abgelehnt wird. Und da muss man ganz allgemein sagen, sicherlich ist es so, dass man da einige Dinge beachten muss und sicherlich ist es so, dass das auch alles nicht ganz banal ist, aber man muss wissen, dass man als Betroffener eben auch Rechte hat. Rechtsgrundlagen sind da solche Gesetze wie das Verwaltungsverfahrengesetz, das Sozialgesetzbuch 10 oder das Sozialgerichtsgesetz. Das klingt ja nun alles fürchterlich einschüchternd, aber man muss wissen, diese Rechte, die dort niedergelegt sind, die binden eben auch die Ämter und die Behörden, die über die Anträge befinden. Das heißt also, da sind eure Rechte drin festgelegt. Das ist eine ganz wichtige Sache, die einem auch ein bisschen Selbstvertrauen geben darf. Anträge müssen ja heute nach wie vor noch an die Krankenkassen gestellt werden, wenn man zum Beispiel die fruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen finanziert bekommen möchte oder wenn man zum Beispiel seine Lagerungskosten für Keimzellgewebe oder Spermien oder Eizellen finanziert bekommen möchte. Und da ist die Situation sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen Dingen wird man in Zukunft das vielleicht nicht mehr beantragen müssen. Bei anderen muss man es dann auch durchsetzen. Da muss man sich dann auf den speziellen Seiten der Stiftung informieren. Also es gibt die Notwendigkeit, in manchen Dingen Anträge zu stellen an die Krankenkassen. Und Antragsverfahren an andere öffentliche Stellen, zum Beispiel im Fall von Reha bei den Rentenversicherungen oder im Fall von Elterngeld an die Elterngeldstelle, das läuft alles eigentlich in diesem gleichen Verfahren und nach den gleichen Vorschriften. Also kommen wir erst einmal zur Frage des Antrags. Und ich möchte mich da konzentrieren auf die gesetzlichen Krankenkassen für viele Anträge an andere Institutionen. Da gibt es dann auch Formblätter und nochmal kleine Besonderheiten. Aber im Wesentlichen geht das eben auch nach diesem Verfahren. Also Anträge an gesetzliche Krankenkassen. Nach wie vor müssen Leistungen wie die Kryokonservierung noch beantragt werden. Und das ist sicherlich auch noch eine ganze Zeit so, bis Anfang 2021. Ganz wichtig ist, dass ein solcher Antrag an die Krankenkasse vor Durchführung der Maßnahmen gestellt wird. Also bevor man da irgendwie ein Rezept bekommt oder irgendeine Behandlung bekommt, sollte man den Antrag gestellt haben. Das ist niedergelegt im § 13 des Sozialgesetzbuchs 5. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man warten muss, bis die Krankenkasse genehmigt hat oder nicht. Also in der Regel muss man warten, aber bei Maßnahmen wie der Kryokonservierung, das muss ja durchgeführt werden zwischen dem Zeitpunkt der Diagnose und dem Beginn der keimzellschädigenden Behandlung und die Behandlung muss ja oft sehr schnell begonnen werden. Also wenn Maßnahmen unaufschiebbar sind, das ist da das Stichwort, dann muss nicht zwangsläufig auf die Reaktion der Kasse gewartet werden. Also wenn die Kassen da nicht in die Puschen kommen, dann hat man den Antrag gestellt und wenn man dann eben Spermien einfrieren lässt oder Eizellen einfrieren lässt, dann ist das ein Systemversagen und dann kann man trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten bekommen. Ein Antrag muss formlos gestellt werden oder kann formlos gestellt werden, er kann auch telefonisch gestellt werden. Oder dann eben auch schriftlich, aber man darf keine normale E-Mail schicken. Also das ist nicht dokumentenfest.
Na, wenn man das telefonisch stellt, dann hat das natürlich Vorteile. Wenn also so eine unaufschiebbare Geschichte vorliegt wie bei der Fruchtbarkeitserhaltung, dann ist das sinnvoll, da bei der Krankenkasse anzurufen und dann auch zu sagen, es ist unaufschiebbar, ich beantrage das, aber bitte den Mitarbeiternamen aufschreiben und Datum und Uhrzeit, wann man da angerufen hat, und den Zettel bitte aufheben und abheften. Und sinnvoll ist es dann auch nochmal einen schriftlichen Antrag hinterherzuschieben. Wir haben da ja entsprechende Vordrucke auf unserer Homepage, und dann kann man sagen, wie ich mit dem Mitarbeiter so und so am so und so viel so und so um so und so 4 Uhr besprochen habe, möchte ich der guten Form halber noch einmal schriftlich das und das beantragen. Also das wäre der Antrag. Nähere Angaben, die sind dann auch nochmal auf unseren Seiten zu finden. So, jetzt ist es so, dass leider, gerade bei der Fruchtbarkeitserhaltung, aber auch bei einigen anderen Dingen, es immer wieder zu Ablehnungsbescheiden durch die Krankenkasse kommt. Da ist wichtig, der Ablehnungsbescheid durch die Krankenkasse muss schriftlich erfolgen. Daran halten sich die Krankenkassen nicht immer. Die rufen auch ganz gerne mal an und sagen, ja, nö, also das geht nicht und das können wir nicht genehmigen. Und wenn man dann nicht protestiert, dann ist das unter Umständen für die damit erledigt. Die machen sich dann einen Aktenvermerk und sagen, ja, derjenige hat das eingesehen und hat auf seinen Antrag verzichtet. Also Telefonate sind da sehr problematisch und wir raten dringend davon ab, sich auf solche Telefonate einzulassen. Immer bitte sagen, ich möchte da gerne einen schriftlichen Bescheid haben. Denn nur mit dem in der Hand kann man sich vernünftig beraten lassen, sonst ist das schwierig. Man kann das oft gar nicht so aufnehmen, was da am Telefon gesagt wird. Wenn man nun diesen schriftlichen Ablehnungsbescheid bekommt, dann muss darauf eine sogenannte Rechtsbehelfsbelehrung enthalten sein. Also im Wesentlichen steht da drauf, wenn Sie da mit dem und dem nicht zufrieden sind, dann können Sie sich bei der Krankenkasse Dingsbumsterer unter der Adresse so und so bis einem Monat nach Erhalt des Bescheids Widerspruch einlegen. Das muss also da drauf sein. Wir haben auf unseren Seiten auch Muster, wo man sehen kann, wie solche Rechtsbehelfsbelehrungen, schrecklicher Begriff, wie die dann aussehen. Wie kann man gegen einen Ablehnungsbescheid vorgehen? Es ist ja tatsächlich so, dass Krankenkassen auch immer wieder Dinge ablehnen, die sie eigentlich übernehmen könnten. Also da gibt es ein Verfahren in 2 Stufen und das ist auch gesetzlich festgelegt. Das beginnt mit dem Widerspruchsverfahren. Das ist sozusagen ein Vorverfahren, so steht es da im Sozialgerichtsgesetz drin, wo mal so vorab geklärt wird, ob man das nicht so beilegen kann. Und wenn da nichts bei rauskommt und man das weiter für erfolgversprechend hält, dann kann man vor dem Sozialgericht klagen. Ganz wichtig ist zu wissen, dass die Klage vor dem Sozialgericht nur erfolgt, wenn sich der Betroffene aktiv dafür entscheidet, sonst nicht. Das sage ich nicht ohne Grund, denn immer wieder haben uns Betroffene Schreiben gezeigt, in denen die Krankenkasse schreibt, sie bekommen dann einen Bescheid und dann geht es ja zu Gericht. Also da wird so ein bisschen suggeriert, als ob da hinterher jemand verklagt werden könnte. Das ist völliger Unsinn. Nur der Betroffene entscheidet, ob er dann klagen will. Und wenn er sagt, nein, ich will das nicht, dann gibt es da auch keine Klage. Das ist erstmal ganz wichtig, das schon hier zu sagen. So, jetzt kommen wir also mal zu dem Widerspruchsverfahren. Und das habe ich hier nochmal in unserem Flowsheet sozusagen festgelegt. Dieses Widerspruchsverfahren besteht aus 2 Phasen. Da gibt es dann einmal die interne Prüfung und dann gibt es die Behandlung vor dem Widerspruchsausschuss und einen Widerspruchsbescheid. Das sind also die Elemente in diesem Widerspruchsverfahren. So, wie machen wir das mit dem Widerspruch? Also erstmal muss man natürlich den Widerspruch erheben, sonst gibt es auch kein Widerspruchsverfahren. Das macht man formlos und macht schriftlich. Eine Begründung ist eigentlich nicht erforderlich, also nicht vorgeschrieben vom Gesetz, aber die ist natürlich sinnvoll, das ist klar.
Die Frist, das ist gar nicht so einfach. Die Frist ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe. Da denkt nun mancher, boah, wenn ich das nicht von der Post abgeholt habe, dann habe ich es auch nicht gewusst, also verlängert das die Frist. Ah, denkste. So ist das nicht. In der Regel, so ganz grob betrachtet, ist das 3 Tage nach dem Datum des Bescheides, aber da gibt es eine ganz schwierige Definition, die kann man auf unseren Seiten nachlesen, da gibt es ja noch die Wochenenden und Feiertage und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt hier nicht erörtern. Also in der Regel 1 Monat plus 3 Tage nach dem Datum, an dem der Ablehnungsbescheid datiert ist. Aber bitte, wenn es um den Tag geht, dann muss man da wirklich nachlesen, da kann man auch auf den Bauch fallen. Ganz wichtig, manche Krankenkassen vergessen die Rechtsbehelfsbelehrung. Also diesen Absatz am Schluss, wo drin steht, wo man Widerspruch erheben kann, der bei dem Ablehnungsbescheid dabei sein muss. Warum sie das vergessen, mag mal dahingestellt sein, kann man so und so sehen. Wenn diese Rechtsbehelfsbelehrung fehlt, dann verlängert sich die Frist für den Widerspruch auf 1 Jahr. Das kann unter Umständen mal sinnvoll sein, den Widerspruch aufzuschieben, wenn da noch irgendwelche Dinge fehlen in der Gesetzgebung oder bei Richtlinien, und dann kann man noch viel später Widerspruch erheben. Also dann ist das immer noch nicht erledigt. Aber das ist ein Sonderfall. Wichtig ist, dass man diesen Widerspruch per Einschreiben einreicht, oder wenn man das hat, kann man auch ein Faxgerät nehmen und das dann mit dem Sendebericht ausgedruckt dokumentieren. Aber im Allgemeinen wirklich sinnvoll, das per Einschreiben zu machen. Es reicht ein Einwurf einschreiben, kostet auch nicht viel. Und eins ist auch nochmal wichtig, Widerspruchsverfahren sind kostenlos. Also da gibt es keine Gebühren oder so etwas. Ja. Wie geht es dann weiter bei der Krankenkasse? Bei der Krankenkasse gibt es also 2 Phasen, in denen ein solcher Widerspruch entsprechend überprüft wird. Erstmal gibt es eine Vorprüfung intern. Das ist meistens von der Stelle, die den Bescheid ausgestellt hat. Also ich habe noch nie erlebt, dass da gesagt worden wäre, oi, Entschuldigung, wir haben uns versehen, aber ich will nicht ausschließen, dass das mal der Fall ist. Und wenn diese Vorprüfung negativ ist, also wenn nicht, so heißt das nur, Abhilfe geschaffen wird, also wenn nicht gesagt wird, oh Entschuldigung, wir haben uns da versehen und wir finanzieren das, dann wird das automatisch weitergeleitet an den Widerspruchsausschuss. Das ist auch nochmal wichtig. Gelegentlich rufen die Krankenkassen an und sagen, ja, unsere Vorprüfung, die hat also ergeben, dass das nicht sinnvoll ist, das weiterzuverfolgen, dass der Widerspruch ist ja aussichtslos, wollen Sie den nicht zurücknehmen? Also da würde ich immer mal raten, da nicht drauf zu reagieren und einfach zu sagen, nee, leiten Sie das mal an den Widerspruchsausschuss weiter. Das scheint den Kassen zum Teil unangenehm zu sein. Wenn man dann schließlich vom Widerspruchsausschuss den Widerspruchsbescheid bekommt, also entweder positiv nach dem Motto, oh, wir haben uns versehen und wir zahlen das, oder negativ, nein, es war alles in Ordnung, wir zahlen das nicht, dann muss man dann weitersehen. Ja, wir erleben leider immer wieder, das habe ich gerade schon mal angedeutet, Missverständnisse und aber zum Teil auch wirklich miese Tricks der Krankenkassen. Da gibt es dann also Ablehnungsschreiben von Widersprüchen, die sind dann aber nicht vom Widerspruchsausschuss, sondern das ist nur eine Dokumentation dieser Vorprüfung. Aber da steht ja nicht drauf, und die Leute, wie sollen die das wissen? Ja, dann sagen die und rufen bei uns an und sagen, oh, das ist abgelehnt worden, was soll ich jetzt machen? Dieses Ablehnungsschreiben von der Vorprüfung ist nie endgültig, und manchmal vergessen die eben auch zu sagen, wir leiten das an den Widerspruchsausschuss weiter. Es gibt leider auch immer wieder Fälle, wo die Krankenkassen am Telefon oder auch schriftlich zur Rücknahme des Widerspruchs drängen. Da gibt es üble Beispiele, die wir auch auf unseren Seiten dokumentiert haben. Und ganz wichtig zu wissen, man ist nicht gezwungen, die Aufrechterhaltung des Widerspruchs nochmal zu bestätigen. Das ist alles völliger Unsinn, wenn man da nicht drauf reagiert.
Gesetzlich ist es so, wenn man Widerspruch erhoben hat, dann muss das weitergeleitet werden an den Widerspruchsausschuss, gleichgültig wie die Vorprüfung ausfällt. Also da möchte ich euch einfach nochmal den Rücken ein bisschen stärken. Ja, jetzt haben wir also den Widerspruchsbescheid und der muss schriftlich sein. Auch da muss eine Rechtsbehelfsbelehrung bei sein. Dieses schreckliche Wort, also steht dann unten drauf, innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe kann man klagen beim Sozialgericht in Dingsbumstara an der Gerichtsstraße Nummer 1. Und das muss also darunter sein. Das fehlt bei den Widerspruchsbescheiden eigentlich nie, oder ich habe zumindest noch keinen gesehen, wo es fehlt. Also da ist man da wohl schon korrekter. Und dann kann man vor dem Sozialgericht klagen. Wichtig ist aber nun tatsächlich, also die Klageerhebung ist wirklich die freie Entscheidung des Betroffenen. Also man muss sich das genau überlegen und auch nochmal sich da beraten lassen, ob das sinnvoll ist. Wenn das von vornherein aussichtslos ist, dann lohnt es den Aufwand nicht. Trotzdem, günstig ist ja, vor dem Sozialgericht zu klagen, ist für Versicherte in den Krankenkassen und auch für Leistungsempfänger. Also Leistungsempfänger sind zum Beispiel bei Behörden jemand, der irgendwas im Rahmen der Sozialhilfe haben will oder Elterngeld oder eine Reha oder so etwas. Also für die Empfänger solcher Leistungen ist ein Sozialgerichtsverfahren kostenlos. Nur wenn man nach Hinweis des Gerichtes missbräuchlich ein solches Verfahren weiter betreibt, dann kann man eventuell für Kosten herangezogen werden. Na, also wenn der Richter schon sagt, also pass mal auf, das hat keinen Wert und das wird negativ ausgehen und wir möchten das nicht weiterverfolgen, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Wichtig ist, es gibt keine Anwaltspflicht. Man kann natürlich einen Anwalt hinzuziehen, aber ich würde es im Allgemeinen nur empfehlen, wenn man wirklich eine Rechtsschutzversicherung hat, die das auch abdeckt. Ansonsten müssen die Kosten nämlich unter Umständen selbst getragen werden. Klar, man kann darauf hoffen, dass die Gegenseite auf den Bauch fällt und dann müssen die unter Umständen auch die Anwaltskosten oder einen Teil der Anwaltskosten zahlen. Aber also das kann unter Umständen dann schon den Streitwert erheblich überstreiten. Also keine Anwaltspflicht ist da notwendig und in etlichen Fällen kann man sich tatsächlich so beraten lassen, dass man so ein Schreiben mit so einer Klageerhebung auch ganz gut aufsetzen kann. Da haben wir auch eine kleine Gliederung auf unseren Seiten, was da drin stehen muss und wir helfen da auch gerne. In der Klage muss im Wesentlichen drin sein, also Name, Adresse, dann muss man schreiben, gegen was man denn klagen möchte, um was es geht. Man sollte den Vorgang schildern, man muss eine Begründung geben. Und es ist natürlich sinnvoll, dass man aussagefähige Unterlagen, also den Ablehnungsbescheid, den Widerspruchsbescheid und den Antrag zum Beispiel oder vielleicht auch eine ärztliche Bescheinigung oder so etwas beilegt, damit der Richter das beurteilen kann. Aber im Zweifelsfall würden die das uns auch anfordern. Also so sieht eine Klage vor dem Sozialgericht aus. Da muss man nicht Angst vor haben, also das ist das gute Recht, das zu machen. Da dürfen einem auch keine Nachteile dadurch entstehen. Und ja, wie gesagt, ist es natürlich nur sinnvoll, wenn es erfolgversprechend ist und da muss man sich beraten lassen. Ja, das war's, was ich euch im Wesentlichen so erklären wollte in unseren Seiten unter Wissen für dich. Kann man auch erreichen über Junges Krebsportal oder über Jung und Krebs auf unserer Homepage. Findet man nähere Informationen hierzu nur noch mal unter der Rubrik Anträge an Kassen und Ämter. Ich hoffe, ich habe das Ganze einigermaßen verständlich erklärt und ja, verbleibe mit Grüßen und hoffe, dass das Ganze dazu hilft, dass man an bestimmten Punkten auch mal das Kreuz durchdrückt und sich wehren kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.